und Bernhard Kohl. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns zugeschaltet haben, dass Sie gerne daneben gucken. Hier sind wir, pünktlich wie immer. Freue mich auch für Sie ganz speziell, dass ausgerechnet Sie uns heute zuschauen, denn Sie haben das große Glück, einer Sternstunde des deutschen Fernsehens beizuwohnen. Wir feiern heute ein bisschen. Und zwar, ob Sie es glauben oder nicht, wir feiern heute die 250. Sendung von Genial daneben. Also, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, als wir damals kurz vorm Krieg angefangen haben? Und ich weiß, also Frau von Sinn und Herr Hohecker sind ja von Anfang an in jeder Sendung dabei. Die Anke war sogar schon dabei, als wir noch die Piloten für die Sendung gemacht haben. Ja, und das war meine chaotische Pilotensendung. Da weiß ich noch, wie du erklärt hast, warum Truthähne überraschend sterben. Ja. Und es war falsch. Ja. Ich habe es ganz anders in Erinnerung. Ich hatte dann die richtige Antwort. Ja. Das überrascht mich. Das überrascht mich auch. Aber es hat sich ja viel getan in den 250 Sendungen. Und ich habe mir gedacht, meine Damen und Herren, das erlebt man ja nicht oft, dass man eine Sendung zum 250. Mal macht, gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit. Wir sollten das gebührend feiern. Und ich darf die Serpel mal bitten, die auch unter Applaus ihre 250. Sendung heute gestaltet. Ja. Vielen Dank. So. Wir werden heute, ich komme gleich zu den Fragen, machen Sie sich keine Sorgen. Es geht sofort los, aber wir haben diesen Anlass, müssen wir natürlich feiern. Und wir haben ein wunderschönes Feuerwerk extra uns machen lassen, meine Damen und Herren. Oh. Und ich darf mal um den entsprechenden Lichtwechsel bitten und auch das Geräusch, was dazugehört, wenn man so etwas macht. Oh. 250 Mal genial daneben. Wir konnten es nicht ausprobieren, also das Feuerwerk nicht. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Auf so einem Ding genial daneben steht, habe ich Angst. Oh. Ich bin sehr begeistert. Vielen Dank. Ja, sowas muss halt gefeiert werden. Ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Wie Sie sehen, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Wie viele Kollegen hatten wir denn hier sitzen in den 250 Sendungen? Was glaubt ihr? Wie viele verschiedene? 50. Falsch. 65. Wir haben 65, Damen und Herren, die sitzen gehabt. Es wurden 1.891 Fragen gestellt. Davon wurden 763 richtig beantwortet. 1.128 wurden nicht beantwortet. Insgesamt haben wir über eine halbe Million Euro ausgegeben. Ganz genau waren es 563.650 Euro. Sind unter die Leute gekommen. Und heute kommen mit Sicherheit noch ein paar dazu, da bin ich ganz sicher. Jetzt ändern sich ja die Zeiten. Ja. Sie haben es krachen lassen und jetzt geht's los. Also ich sehe auch schon, Martin ist sehr motiviert. Ja, ich muss mich ja ein bisschen warm machen jetzt. Ja, Martin, wenn du mir einen Gefallen tun könntest, heute in der 52. lass auch mal andere zu Wort kommen. Wie? Wir fangen an. Wir gehen nach Berlin. Andreas Glättner wohnt in Berlin, meine Damen und Herren. Ob Sie es mir glauben oder nicht, aber es stimmt. Und Andreas Glättner möchte wissen, was ist der Schröder-Zapfen? Oh, mir mal eine ich weiß es, aber ich darf es nicht sagen. Das steht, also ich bin befangen, ich habe sein Buch gelesen, da steht es drin. Ja, dann sag's doch. Darüber hat er auch geschrieben? Nein, natürlich nicht. Ich wollte kurz mal... Nein. Sind wir bei der Bierbrauerei? Bei wem? Beim Bier. Bei welchem Bier? Egal. Bei irgendeinem Bier. Kölsch. Bei Kölsch sind wir nicht. Bei Pilz. Kölsch sind wir nicht. Beim Pilz. Nein, beim Pilz auch. Beim Alt. Bloß nicht. Hör auf, wir sind bei Bier? Nee, Alt sind wir auch nicht. Also Bier. Wir sind nicht Alt, Herr Ball, da ist jetzt eine mutige Behauptung, aber... Hat's was mit dem Pingeln zu tun? Sind wir alle so... Moment, Stille. Martin hat was gesagt, bitte. Hat's was mit dem Pingeln zu tun? Warum?
Hast du schon mal im Winter gepinkelt drauf? Wenn es ganz kalt ist. Meinst du das jetzt wegen dem Schröder oder wegen dem Zapfen? Also erstmal wegen dem Zapfen. Das wäre der Ernst-August-Zapfen von Hannover, der. Nee, also mit dem Pinkel hat nichts zu tun. Ich finde, mit dem Bier auch nicht. So nach Burschenschaft. Schröder-Zapfen. Ich bin da bei so einem Spezial. Ah, genau. Und zwar geht es um die künstliche Befruchtung von Tannenbäumen. Und wer macht das? Du? So, die haben ja. Nein, die sind zu groß. Die Tannenbäume, die haben ja ein ganz aufwendiges Balzritual. Haben die? Was in der Zucht sehr gestört wird. Und da gibt es von einem Herrn. Wie sieht denn das aus, das Balzritual? Oh ja, also das geht so los, dass die erstmal, also das Vorspiel schon mal, ist schon ein gigantischer Anblick. Das dauert bestimmt 50 Jahre, bis so ein Baummann so erregt ist, dass der, also hoch genug, dass der steht für die. Lustigerweise stehen da auch die Frauen bei den Bäumen. Ja. So, was ist jetzt der Schröder-Zapfen? Das ist so ein kleines, so ein kleiner Metallzapfen mit Aussparungen, die man so auf die normalen Zapfen drauf macht. Dann hält man die zu, damit die Samen nicht wissen, wo es hingeht. Und dann bringt man die zu einer anderen, sagt, du bist zu Hause, und schüttet die ganz schnell in den Fremdbaum, und keiner hat's gemerkt. Vielleicht sind wir auch bei einem großen schwedischen Möbelhersteller. Ja, der, es gibt ja so Zapfen, um gewisse Möbelteile miteinander zu verbinden. Heißen die Zapfen? Ja, die heißen Schröder. Die heißen jetzt Schröder. Nee, da hießen sie Snörenzapfen. Snören oder Römplömplömzapfen oder so. Nee, war, war der Schröder nicht irgend so ein, jetzt nicht der Schröder, sondern der Schröder allgemein im Mittelalter, der war, glaube ich, ein Stadtvorsitzender, so eine Art Bürgermeister oder sowas. Und das ist nicht schlecht. Was war denn der Schröder im Mittelalter? Ein Stadtvorsteher. Nein. Ein der mit Geld, Schröder? Mit dem Geld Schröder. Ich habe keine Ahnung, was mit der Frage nicht zu tun hat. Vielleicht ist das ein bestimmter Eiszapfen, der nach einem Herrn Schröder benannt worden ist. Weil er sich auf so eine skurrile Art und Weise in den unterschiedlichsten Dach. Sagen wir es mal so, es ist ein Zapfen, der nach einem Herrn Schröder benannt ist. So, aber es hat nichts mit einem Eiszapfen zu tun und auch nichts mit einem Tannenzapfen. Nein. Es gibt doch einen Zapfenstreich bei der Bundeswehr, hat es etwas damit zu tun? Wenn man über Schröders Zapfen streicht. Hat es was mit... Ich hab's nicht gesagt. Aber gedacht. Alles, was mit Möbeln zu tun ist. Bitte? Hat es denn was mit Möbeln zu tun? Mit Möbeln? Ja, mit Möbeln, mit Zapfen, um was ineinander zu nuten. Oder sind wir überhaupt bei der... Sind das nicht Dübel? Beim Bauen, ja, beim Bauen vielleicht. Ja. Irgendwie bei, das ist irgendwo beim Hausbau. Vielleicht ist es was, was bei der Mechanik... Irgendwo beim Hausbau ist mir zu vage. Draußen schon mal ganz beim gut. Hausbau. Ja, es hat gar nichts mit Hausbau zu tun. Stimmt das? Ja, es hat nichts mit Hausbau zu tun. Hat es was mit Musik zu tun? Oh. Ich finde, Zapfen könnte irgendwas an einem Instrument sein. Ah. Zum Beispiel? Hat so eine diebische Freude, ist auch falsch. Streichinstrumente, Geigen, Bratschen, Violinen. Ja, genau, Streichinstrumente, Trompeten, Bass. Streichel. Die kannst du streichen, so laut Orgel, sind die. Das ist Orgel. Also Musik, sage ich mal nein. Ich bin bei der Seefahrt. Da gibt's ja. Gehen Sie mit? Ich erhöhe auf... Regatta. Regatta, genau. Und zwar, da gibt es da immer so Zapfen, die irgendwo reingesteckt werden, damit man dann Seile dran machen kann, oder man macht sie los und dann fliegt irgendwas irgendwo hin. Heißen die Zapfen? Ja. Seit wann? Seit ungefähr der Zeit, seitdem die Dinger bei Ikea auch Zapfen heißen. Also was ist denn jetzt? Also in der Seefahrt, etwas aus der Seefahrt. Nee. Ist irgendwo... Nee. Nee. Tierwelt, ist aber aus der Tierwelt. Was heißt das? Ist das Alterssenilität, wo man so wackelt, oder heißt das ja? Könnte sein. Ja, so heißt, könnte sein. Ich kann ja dazu nichts sagen. Ich bin ja hier völlig unparteiisch. Dann sage ich, es ist aus der Tierwelt. Und Sie nicken jetzt oder Sie machen wieder so? Das ist, okay, dann ist das nicht. Sind wir in der Medizin? In welcher denn? In der Sportmedizin, dann sind wir zusammen. Das ist gut, Sportmedizin. Zapfen, hier, HNO-Medizin. Also HNO-Medizin würde ich... Aber Sport. Das Zäpfchen, ich weiß, Sportspiel und Unterhaltung. Sportspiel und Unterhaltung. Hat mit Medizin? Sportmedizin ist gut. Würde ich, also obwohl es mir schwerfällt, ein ganz klares Nein sagen. Aber wir sind Medizin. Medizin ist ja gar nicht mal so jetzt... Hat das was mit Schienen zu tun? Wenn man Knochen schient, wo man so eine Schiene dran macht, da ist irgendwie ein Zapfen, der Hat es was mit Schienen zu tun, meine Damen und Herren? Wir werden es vielleicht nie erfahren. Wir machen jetzt ein bisschen Werbung, sind gleich wieder da.
So, da sind wir wieder. Wir sind immer noch beim Schröder-Zapfen. Und Herr Schmidt sagte, vor geraumer Zeit hat es was mit Schienen zu tun. Welche Schienen? Eisenbahnschienen oder... Nein, um Knochen zu schienen. Knochen zu schienen? Ja, dann kommt so eine Platte rein, dann kommen da so Dübel und Schrauben und Zapfen kommen da rein, damit der Knochen wieder zusammenwachsen kann. Wo kommen denn die Zapfen dahin? Ja, die kommen da rein, in den Knochen, durch das Metall und durch den Knochen, durch alles durch. Dann ist der Arm so schwer, kann man immer laufen. Aber es ist... Aber damit wird das von... Also Schrauben, Dübel, Zapfen alles rein. Immer rein. Und der Schröder-Zapfen hält das auf eine ganz besondere Art eben zusammen, Knochen und Schiene. Aha. Man muss doch Blut abzapfen. Ist also der, wenn wir in der Medizin sind, ist es vielleicht, hat der Herr Schröder etwas erfunden, um besonders schmerzfrei oder effektiv... Und Schröder-Zapfen ist kein Gerät, sondern die Handlung. Was machst du? Ich bin gerade Schröder-Zapfen. Ich bin auf der 17 am Schröder-Zapfen. Das ist ein Verb. Das ist ein Verb. Ja. Die ganze Zeit, das ist ein Substantiv, das ist ein Verb. Aber also Zapfen ist nicht das Zäpfchen. Weiß einer, wofür man das Zäpfchen braucht? Nee, das heißt ja Zäpfchen. Nee, du? Nee, ich habe letztens überlegt, wofür braucht man das Zäpfchen? Außer um zu zeigen, ich habe ein Zäpfchen. Na, immerhin. Weiß das einer? Schluckreflex, geht es um Schluckreflex, Würgereflex? Habe ich auch schon überlegt, aber irgendwie... Schöne Frage, lass uns darüber reden. Wir sind beim Schröder-Zapfen. Finde ich auch viel spannender und das bringt uns... Viel spannender mehr als ein Schröder-Zapfen. So, wie wäre es in Veterinärmedizin? Ich bin beim Durchfall. Und zwar wird damit die Pillendose zugemacht. Oder die, damit nicht mehr alles raus. Hinten ein Schröder-Zapfen. Genau das wollte ich vermeiden, Herr Spitz. Es tut mir leid. Es ist so rausgerutscht. Ich weiter. Ich glaube, ich sag's euch mal lieber. Es ist aber jetzt kein Zäpfchen, weil das jetzt so nahe liegt. Nee, dann wird's ja Zäpfchen heißen. Ich sag ja mit Absicht. Ist das vielleicht einfach ein riesengroßes Zäpfchen? So ein, boah, das ist ja auch ein Zapf. Bolz. Geh in die Apotheke und sagst, boah, ein Schröder-Bolz. Ich sag's euch mal. Es ist beim Zahnarzt zu finden. Wir waren doch bei der Medizin, verflixt. Medizin, habe ich ja gesagt, ist gut. Habe ich ja gesagt. Hat er gesagt. Also, an einem gesunden Zahn wird mit einem Metallclip ein metallener Zapfen befestigt. An diesem Zapfen, dem sogenannten Schröder-Zapfen, kann jetzt eine kleinere oder größere Zahnprothese befestigt werden. Schröder-Zapfen deswegen, weil er nach dem Berliner Zahnarzt Hermann Schröder benannt wurde, der diese Technik zum ersten Mal angewandt hat. Ich habe sowas schon gesehen. Das ist so ein kleines Metallding. Wenn Leute dann so den Mund aufreißen, kann man das sehen. Das ist der Schröder-Zapfen, ja. Wissen wir auch. Andreas Klettner aus Berlin, 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr gut. So. Jetzt gehen wir mal wieder nach Österreich. Da waren wir auch schon des Öfteren. Wir gehen nach Wien. Dort wohnt Brigitte Sokop. Ja, mein, das gibt's ja gar nicht. Da gehen wir nach Wien. Das ist ja herrlich. Brigitte Sokop möchte Folgendes wissen. Hört genau zu. Warum hat eine Wahlveranstaltung in Wien zum politischen Streit über 4 Urinale einer Toilettenanlage geführt? Oh, kann ich die Frage nochmal haben? Ja. Warum hat eine Wahlveranstaltung in Wien zum politischen Streit über 4 Urinale einer Toilettenanlage geführt? Erste Information, es war eine Wahlveranstaltung von den österreichischen Parlamentswahlen im Jahre 2006, also in diesem Jahr. Der Streit ging um 4 Pissoirs der öffentlichen Toilettenanlage in der Wiener Opernpassage. Zweite Information, auf Betreiben der Grünen mussten 4 Urinale der öffentlichen Toilettenanlage an der Wiener Opernpassage entfernt werden. Warum? Also das hat jetzt was mit dem Pinkeln zu tun. Ja. Also. Ja, es war denen zu kalt. Nee, wenn Sie von Pissoirs und Urinalen sprechen, dann gab es offensichtlich diese Einrichtung nur für Männer. Ach, genau. Und da die Grünen ja berüchtigt sind, auch für Streitbarkeiten, für die Emanzipation auch der Frauen, haben die gesagt, entweder da kommen auch noch 4 normale Toiletten, wo die Mädchen sich entsorgen können, oder alles weg. Also, was Urinale sind, wisst ihr, müsst ihr euch nicht erklären. Also nur für Männer. Ich mach's nicht vor, Herr Ball. Nein. Ja, geht ihr, Sie kommen ja gar nicht ran. Das geht. Aber gute Antwort, würde ich nehmen. Also, jetzt mal ernsthaft. Das ist ja ein ernsthaftes Thema jetzt, ne? Ja, also, aber ist das recht falsch oder geht es in die Richtung? Das ist nicht richtig. Also wie wäre es denn damit, du sagtest Opernpassage. Ja. Vielleicht war das Puschern zu laut an der Stelle. Vielleicht war das in einem Raum, in dem es sehr hallte. Und in den stillen Passagen der Opern, wenn so... da wurde dieses... Es macht nicht brrrr, außer du hast Steine. Ja, aber ihr wisst schon, wenn das so plätschert, das hat sehr gestört.
Und daraufhin mussten die entfernt werden. Vielleicht war das auch gar nicht in dem Raum, vielleicht war das das Problem. Die waren einfach in der Opernpassage und das hat halt gestört. Guten Tag, aber haben Sie schon einkauft? Ja, ich bin gerade gleich fertig von so. Also vielleicht hat das einfach, die standen in der Gegend rum, haben gepinkelt. Das war vielleicht auch unangenehm. Das wäre eine schöne Erklärung. Die wäre sehr gesagt, schön, wenn sie stimmen lieber an einen Baum anstatt. Ja. Vielleicht waren aber die aber auch so angebracht, dass man sich gegenseitig, dass es irgendwie schief ging. Vielleicht waren die blöd gebaut. Neulich gab es doch wieder mal so einen lustigen kleinen Skandal, weil bei einer Frauentoilette zwei Toiletten nebeneinander gebaut waren, aber es war keine Trennwand dazwischen. Da sollten also die das Frauen nebeneinander sitzen. Hallo! Na, und bei dir läuft es. Wieso sind ja die Grünen hinlänglich bekannt, auch für ihr ökologisches Engagement. Ja. Es kann also durchaus sein, dass da entweder irgendwelche Pflanzen oder irgendwelche Tierchen, die da vorher gewohnt haben, jetzt aufgrund entweder der Geräusche oder des Gestankes oder was auch immer, da nicht mehr wohnen. Irgendwie so ein kleines Vogelnestchen. Also ging es in dem Zusammenhang um Tiere, die vorher dort genistet oder gewohnt haben? Nee, es ging nicht um Tiere. Vielleicht noch eine kleine Information, die hier nicht steht, die ich euch privat einfach gebe, weil ich heute mal ganz nett bin. Es ist toll, im Stehen zu pinkeln. Oder was? Jetzt irgendeine private... Mädels, es ist toll, im Stehen zu pinkeln. Hätte ich auch sagen können. Ich wollte was anderes sagen. Ich wollte sagen, dass diese Urinale im Prinzip schon irgendwo mein Comiczentrum getroffen haben. Ich kann auf der anderen Seite aber auch die Leute verstehen, die Grünen in dem Fall, die gesagt haben, raus damit. Also das hilft uns ja unglaublich weiter. Vielen Dank. Vielleicht waren die wenn er sagt, das sei an seinem Comiczentrum da angekommen, vielleicht waren die wahnsinnig klein und man musste in so ein kleines Ding pieseln. So klein war das. Die haben sich verkalkuliert und das waren so extrem kleine Playmobil-Pissoire, wo man so da stand und es ging gar nicht. Playmobil, Playboy. Vielleicht. Das hat er schon immer verwechselt. Das ist das Problem. Genau. Ich habe jedes Mal so einen Hals, wenn das neue Playmobil-Magazin kommt und man die Bilder nicht, man kann die Bilder nicht aufhängen. Aber zum Ausklappen immer der gleiche Bahnhof. Okay. Und zwar, die haben, damit den Männern nicht langweilig ist, haben die da Playboy-Magazine gehabt, die da so an der Wand hingen zum Lesen. Oder in den Urinalen drin war irgendein Motiv, wo man so drauf machen konnte. Und das fanden die halt echt doof. So. Und zum Beispiel, und da habe ich jetzt gerade dran gedacht, vielleicht haben die Urinale gebaut und die Dekoration waren zum Beispiel Bäume oder ein Blumenbeet. Und dann haben die Grünen gesagt, das ist aber nicht lecker, die ganze Haar. Ein Mensch, ein Frau. Also es geht um die Dekoration, es geht um das Outfits dieser Urinals. Ja. Die sahen aus wie... Frauen, nein! 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 Noch schlimmer. Wie noch schlimmer? Noch schlimmer? Nee, Herr Balder, das geht... Kleine Kaninchen. Wie irgendein Tier, so eine Ameise. Politiker, wie Politiker, die sahen aus wie die Politiker. Die Politiker, wie die Kandidaten. Auf die letzten der grünen Politiker hat man gepinkt. Jetzt inzwischen gibt es doch auch so kleine Fliegen, die da so, habe ich gehört. Ich bin da selbst. Ich bin wohl in Amsterdam. Und man muss sie dann treffen, um einen... Das ist gut, das gibt es aber auch oft. Ja, aber das ist ja nicht... Das kann ich aber nicht wissen. Da haben die so kleine Bilder, Keine Politiker. Keine Politiker. Dich kriege ich. Ganz schlimme Sachen. Das ist es. Ganz schlimm. Nee, das ganze Original. Das ist es. Also das Ding ist wirklich, ich muss es ehrlich zugeben, sogar ich finde es ziemlich heavy, aber es ist ja wahr, deswegen können wir das ja hier behandeln. Es ist ja wirklich passiert. Wir haben es ja nicht ausgedacht. Das gesamte, so was Schlimmes zu sagen. Das gesamte Urinal sah aus wie? Wie? Der Teil einer Frau. Welcher? Nein! Nein, Sie haben doch eben gesagt, keine Frauen. Ein Teil einer Frau. Also es kann auch, also... Oh, du hast Nein! Urinale in Form von so Rolling, also von Mündern. Ist kein Quatsch. Nein,
ich habe mir, hab mir das nicht ausgedacht. Herr Mayer, sind Sie wahnsinnig? Ich sitze dazwischen. Und ich esse heute. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Es ist passiert in Wien. Also ich finde es eklig, ein blauer Mund. Es ist tatsächlich in Wien passiert, es ist wahr. Diese Pissoirs wurden entfernt und sollen jetzt bei eBay für einen guten Zweck versteigert. Hoffentlich will das keiner haben. Das ist ja echt blöd. Ja, das werden genug haben wollen. Das da ist kriegt das man doch, aber da kriegt man doch als Mann Komplexe, wenn man denkt, das kriege ich nicht voll. Also, Brigitte, es tut mir wahnsinnig leid. Es gibt natürlich kein Geld. Trotzdem bedanke ich mich für diese Frage, denn auch wir haben in dieser Sendung einen kulturellen Anspruch. Und ich finde, dass wir auch solche ernsthaften Themen hier unbedingt haben müssen. Ich bin auch dankbar. Nicht? Denn es gab's ja. Es ist ja passiert. Gott sei Dank in Österreich. Weit weg. Gut, meine Damen und Herren, wenn Sie auch eine Frage haben, es kann ja auch ruhig eine andere sein, obwohl ich die hier sehr interessant fand. Zwei Fragen, drei Fragen, egal. Können Sie uns schicken. Genial daneben 50 616 Köln. Oder Sie rufen einfach an 0378 10 11 20. Oder eine E-Mail. fragen@genialdaneben.de. Oder aber Sie kommen hierher ins Studio. Wie Claudia Blöser aus Oberdollendorf. Ich werde gleich fragen, wo das ist. Jetzt frage ich erstmal, wo Claudia ist. Wo ist sie denn? Claudia. Claudia, wo ist Oberdollendorf? Südlich von Bonn. Vielen Dank, Claudia. Schön, Claudia, dass Sie uns das erklärt haben. Ich drücke Ihnen jetzt alle Daumen, die ich habe. Es geht um 500 Euro. Claudia möchte wissen, was ist ein Schimmelbogen? Ich werde es nicht sagen, denn ich will das Geld. Ein Schimmel, was ist das zweite? Ein Schimmelbogen. Ach, Bogen. Schimmelbogen. Bogen. Das ist, wenn man eine alte Wohnung hat und die Tür ist lange weg und man hat Wasser und dann... Können die ja theoretisch auch was mit dem Pinkeln zu tun. Bogen, aber ich glaube... Es hat schon wieder was gesagt. Schimmelbogen. Also sind wir wirklich bei der Schimmelbildung, bei dieser, bei Fungus something, wie heißt das? Fungi. Ist ja ein Pilz, oder? Schimmelpilz. Fungi. Sind wir da in dem Bereich? Fungi, Aqua? Nein. Nein, sind wir nicht. Sind wir in der Pferdezucht? Schimmel fällt mir ein, Pferdchen. Es hat was mit dem Schimmel zu tun, also weitestens. Also mit dem weißen Pferd hat es was jo, zu tun. Mit dem weißen Pferd hat es weit. Entfernt was. Dann sieht irgendetwas so aus wie ein weißer Schimmel, vielleicht steht so, weil wenn ein Pferd von der Seite zu betrachten ist, ist das ja auch so ein, wie so ein Torbogen, wo man durchlaufen kann. Also ist wahr. Könnte da unten so durchlaufen, ich manchmal auch. Also man könnte, ne? Ist da vielleicht was dran? An dem Pferd? Ja. Oder an der Antwort? An der Antwort. Bei beidem nicht. Nein, vielleicht ist es eine Naturerscheinung, vielleicht ist es ein Fels, ja. Ein Fels oder irgendwie Schicht. Eine Felsschicht, die weiß ja, ist und deswegen... In der Form eines, ja, das ist oder schön. Die, oder eine nee. Oder so ein Höhleneingang in Form eines Pferdes und eben weißer Kalkstein. Ja. Deswegen, ein Höhleneingang in Form eines Pferdes? Ja. Ist es was aus dem Kama Sutra? Ihr habt ein anderes Thema, haben Sie gemerkt? Dabei bleibt er jetzt aber auch eine Weile. Nein, es gibt doch auch die Torbogenstellung zum Beispiel. So, die will ich jetzt sehen. Die will ich jetzt sehen. Wie ist die? Also, ja, sagen wir mal, von hinten. Wo die Frau sagt, da steht der Tor und ich mache einen Bogen drumherum. Bitte, das ist kann die Torbogenstelle? Habe ich gelesen, ja. Wo denn? Das war, das ist schon ein ganz altes Buch, ja. Aus wieso liest du das? Da sind doch Bilder auch drin, da kann man doch gucken. Aber wenn das wirklich was aus dem Kamasutra ist, wer ist so weiß wie ein Schimmel um diesen Bogen da? Es ist nicht aus dem Kamasutra. Na Gott sei Dank. Es hat aber was mit der Farbe weiß zu tun. Ja, ja, es ist ein Bogen. Vielleicht sind wir in einer eine Naturerscheinung. Doch, mhm. Das zum Atom Beispiel bei der künstlichen Befruchtung von Tannenbäumen. Da ist. So, wenn bestimmte Schattenmuster oder sowas auf Bäume fallen, dann wachsen bestimmte Blätter, werden nicht grün, sondern weiß, weil sie ausgeilen. Und weil das, sie was machen? Also was machen? Das müssen Sie doch kennen, im Alter geilt man aus. Geil, ich weiß, dass das so
lustigen, unterhaltsamen Lachanfällen führt, aber geilen heißt nur unter Lichtabschluss. Ja, ich stehe schon auf. Ich krieg wieder hier so Zeichen. Geh hoch, dass die Kamera nicht sieht. Es heißt einfach nur unter Lichtabschluss Triebe erzeugen. So. Wie zum Beispiel Kartoffeln, die im Keller sind oder wenn ein Brett auf der Wiese ist, dann geilt das aus. Ich hab genug, weil mir reicht's, danke. Sowas in der Art, in Bogenform, ist weiß, findet man oft an Bäumen, die verdeckt sind und das nennt man den Schimmelbogen. Aber wenn Bäume verdeckt sind, kann man sie doch gar nicht sehen. Ja. Ich hab noch eine, Stimmt, deshalb ziehe ich die Antwort jetzt im selbigen Moment zurück. Gut. Ich hätte noch eine Idee, vielleicht in der Malerei auf einer Farbpalette. Wenn du so eine weiße Farbe oder das Deckweiß in so einem Bogen auf die Paillette schmierst, um mit den anderen Farben immer schön so eine neue Farben zu mischen. Also Malerei, sag ich mal. Das ist gut. Nee. Nee, dann ist Papierbogen, ein Bogenpapier, der Schimmelbogen, der eben sehr weiß ist wie ein Schimmel. Das ist eine bestimmte Weißart, eben nicht Schaumolweißes oder... Wo ist denn dieser Bogenpapier? Bei mir zu Hause, ich habe so einen Stapel gekauft. In der Druckerei. Schimmelbogen. Und zwar ist es der Schimmelbogen, ist der Bogen, bevor er überhaupt bedruckt wird oder beschnitten. So eine ganz große. Am Anfang war der Schimmelbogen der und dann war das Buch. Diese Antwort kann ich so nicht gelten lassen, weil sie so nicht stimmt. Aber wir sind mal dran. Wir sind da. Ich hab das mit dem Bogen gesagt. Ja, Idee. In einem Buch gibt es vorne und hinten immer eine Seite, die ganz weiß ist, ohne Druck. Weil das früher der Umschlag des Buches war. Das ist der sogenannte Schimmelbogen. Nein, das ist dieses Blatt hat eine andere Bezeichnung. Aber wir sind in der Druckerei und wir sind auch bei einem Buch. Jetzt möchte ich wissen, was der Schimmelbogen ist. Der Schimmelbogen ist das, was auf der Rückseite, am Rücken des Buches ist. Also wenn man es ins Regal stellt, dieses, was da so ein bisschen sich biegt. Das ist der Buchrücken. Nein, aber weißt du, wenn du das von außen abreißt, dann ist es doch innen geklebt, nicht wahr? Nein, ist kaputt. Nee. Ist das auch keine Hilfe, Mann. Es gibt ja Bücher, wo außenrum noch so ein Faltding drum ist. Das nennt man Einband. Nee, das nennt man... Nein, was Sie alles wissen das heute Abend, Herr Walder. Unglaublich. Prima. Wenn beim Buchdruck oder sowas, wenn da etwas schief läuft und der erste weiße Bogen geht durch, dann wäre mein Schimmelbogen, wird alles gestoppt. Neue Farbe eingelegt und so weiter. Auch nicht richtig. Ihr seid ganz nah dran, aber es stimmt ist, auch nicht. Aber es ist ein Testbogen, bevor das Buch in Druck geht, um zu wissen, wie die Zahlenabstände oder die Buchstaben oder wie das kommt. Es ist ein Testversuch. Nein. Es ist ein weißer Bogen Papier, der durch eine Druckmaschine läuft. Und die Frage ist, warum läuft ein weißer Bogen durch eine Druckmaschine? Ob sie sauber ist. Zum Reinigen. Ach so, hier, um zu sehen, ob sie sauber ist. Ob die Maschine ist, ob noch Reste geht von Farbe. Eine Druckerei, eine Druckerei muss ja nicht unbedingt eine Buchdruckerei sein. Das könnte ja auch eine Gelddruckerei sein. Ja, Bücher hat er gesagt. Bücher ist schon. Ja. Bücher stimmt. Ja. Vielleicht ist es der erste Bogen, der einfach zeigt, haben wir die richtige Größe gewählt, genau, für den Buch, bevor der Buchdruck beginnt, haben wir das die richtige Stärke des Papiers gewählt. Das ist der sogenannte Schimmelbogen. Wussten Sie das? Nein. Aber es hat mit dieser Art von Weiß zu tun. Es ist ein spezielles Weiß. Dieser Bogen ist ein spezielles. Sie sagten doch eben, es geht um Weiß. Vielleicht gibt es bei der Herstellung von solchen Sachen, wird immer gedruckt. Und wenn leere Seiten mit ins Buch sollen, werden die trotzdem gedruckt. Die müssen mit durch die Druckmaschine. Ja, nein, wenn aus Versehen ein weißes Blatt drin ist. Das ist der Schimmelbogen. Richtig. Ja! Sehr geil. Und hast du das nicht schön gesagt? Schimmelbogen. Nein, er hat gesagt, wenn man eins rein soll. Aber das ist aus Versehen. Sehr gut. Das will ich verstehen. Sehr gut. Das ist aus Versehen. Also. Frau Claudia! Oh, Entschuldigung! Oh ich nehme zurück, dass es mir so rausrutscht! Ich meinte ganz was anderes! Claudia, ich habe mal ein bisschen Kleingeld. Entschuldigung! Oh, das ist ganz blöd. Das haben wir nicht gut das gemacht. Also, ihr habt es ja vielleicht schon mal gesehen, wenn man ein Buch liest. Es gibt Bücher, da taucht mitten im Buch ist plötzlich eine leere Seite. Ja. Und keiner weiß warum. Das liegt daran, so eine leere Seite kommt zustande, wenn die Druckmaschine beim Buchdrucken versehentlich zwei Papierbögen auf einmal einzieht. Es kann passieren, ein Bogen kommt dann unbedruckt wieder aus der Maschine raus und rutscht dann als weißes Blatt in das gebundene Buch einfach rein. Das erinnert mich an meine Autobiografie. Da hatte ich extra vier leere Seiten organisiert bei dem Kapitel Was spricht gegen Homosexualität? Und die Druckerei war sehr, sehr verzweifelt. Ja, glaube ich. Glaub ich. Hatten Sie vier Schimmeldrucke drin? Ich hatte vier Schimmelbögen drin, ja.
Claudia, das tut mir jetzt wahnsinnig leid. Es gibt leider kein Geld. Ich hätte es so gern gemacht. Aber was sollen wir machen? Dann machen wir weiter. Gehen wir nach Bayern, meine Damen und Herren. Gehen wir nach Hof. Dort wohnt Stefanie Puschert oder Puschert Stefanie. Auf jeden Fall wohnt in Hof und möchte wissen, sehr schöne Frage, was ist ein Sockenkompass? Das weiß ich. Ja, na dann los. Ist doch ganz klar, wo es stinkt, ist der Socken. Ja. Ja, schön. Ein Sockenkompass. Das ist der, natürlich, wenn man zum Beispiel in der Wilderness ist. In der wem? In der Wilderness. Wilderness? So, Wildnis. Im Harz zum Beispiel. Oder in und der Eifel. Man möchte wissen, wo Norden, Süden, Osten, Westen ist. Dann kann man ja mit der Hand am Baum entlang fühlen, wo Westen ist. Weil sich, du guckst so, als wüsstest du gar nicht, was Bäume sind. Das sind diese hölzernen Dinge, die manchmal... Nein, was hast du heute für eine Baum... Du fährst auf so einer Baumschiene, was ist los? Es ist Baumkuchenzeit. Du hast auch ein grünes Hemd an, das macht uns alle sehr stutzig. Das aber, wenn ihr genau hinschaut... Nein, das sagen wir jetzt nicht, Freundeke. Wir haben ein Geheimnis, der Herr Hoeker und ich. Und was ist mit dem Hemd? Das darf ich niemandem sagen, aber ich darf es nachher der Claudia sagen, weil wir ihr die 500 Euro nicht geben konnten. Und dann kann es auch jetzt der Claudia sagen. Nee, dann hören es alle. Der Claudia darf es jetzt sagen. Okay, Claudia, nur für dich, das ist ein Damenhemd, das der Hoeker trägt. Stimmt. Die Knöpfe sind falsch. Und ich hab das geshoppt, gechoppt heißt das? Sagt ihr shoppen dazu? Hochkrempeln. Weil ich auch hier shoppen unten... ist das. Ja, das habe ich ja gerade mal so. Das habe ich gemacht. Was ist denn? Ach, shoppen ist nur so. Shoppen das ist Krempeln. Wunderbar. Aber das du hast gut. Brustabnäher und Taillenabsätze. Ja. Das ist ein Damenhemd und die Arme sind immer noch so lang. Mamma mia. So, also. Jetzt fällt es mir auch auf, weil die andersrum geknöpft sind. Ja! Ist das denn auch ein Body? Meins ist ein Body. Das drüber nicht, das drunter schon. Aber wieso tauscht ihr Hemden? Ich habe keine Schuhe. Einmal fühlen wie Anke Engelke. Es ist ein tolles Gefühl, möchte ich sagen. Lass mir auch die Haare wachsen. Sockenkompass. Baum. Auf der Rückseite Moos fühlt sich an wie Socken. Die Geschichte ist vorbei. Okay, Sockenkompass. Ja. Also. Sockenkompass. Hat mit Hemd an sich nicht viel zu tun? Also ich bin jetzt noch mal wieder gut gelaunt in der Seefahrt, weil Kompass braucht man in der Seefahrt. Ja, ist richtig. Und ein Sockenkompass wird irgendetwas Improvisiertes sein, wenn der Kompass ausgefallen ist. Oder was macht der Seemann kaputt dann? Ist. Dann macht der Seemann, hängt da irgendwie einen alten Socken, wo auch immer hin, und macht da was rein in den Socken. Was und der Polarstern. Besteck macht er da rein. Magnet. Besteck. Er macht vielleicht ein Magnet rein. Na, Besteck ist besser. Hä? Nee, ich finde, es klingt einfach lustig. Ach so. Also nicht Seefahrt. Nicht Seefahrt. Nein, nicht Seefahrt. Der Sockenkompass. Es gibt auch Socken, die für rechte und linke Füße sind. Vielleicht ist der Sockenkompass einfach der Buchstabe R und L, damit man weiß, was wohin gehört. Auf den. Jetzt gleich alle so in der Pause. Ist das R und das L jetzt auf den Socken oder auf den Füßen? Nein, das ist da eingestickt. Das gibt es wirklich. Für uns? Ich habe so welche an. Echt? Du hast R und L auf deinen Socken? Mein Gott, jetzt geht das. Weil die Latschen, auch Socken latschen sich ja ein. Ne? Und dann, wenn man sich da vertut, dann knirscht es auf der falschen Seite. Und so weiß ich immer, das ist rechts und das ist links. Ist sehr praktisch. Ihr seid aber komplett irre, ne? Nein, das ist super. Das gibt es schon ganz lange, das ist an Ihnen komplett vorbeigegangen. Ja, bin gleich wieder da, ich muss rein. Ja, das ist ganz, ganz wahnsinnig praktisch, weil man doch oft auch nur einen Socken verliert und dann ärgert man sich so wegen eines anonymen Sockens. Und wenn man aber dann noch das L und das R findet, sagt man, oh Gott sei Dank, da seid ihr wieder. Ja. Dann kann man die zusammentun. Und das wäre der Sockenkompass? Ja. Also ich finde, was wäre denn jetzt, wenn das jetzt richtig wäre? Dann würden wir beide uns die Hand geben. Ja, und damit würden wir es auch belassen. Und das würden wir auch lassen. Wir können die Klamotten tauschen, weil ein Junge wäre mal schön heute Abend. Ja, aber nee, stimmt nicht. Also. Was ist denn mit Pfadfindern oder Bundeswehr? Also ach, ich meine, jetzt habe ich es kapiert. R heißt rechts und L heißt links.
Damen und Herren, wenn Ihnen Martin Schneider auch ein bisschen zu schnell ist und Sie noch nicht ganz mitgekommen sind mit seiner Argumentation, haben Sie jetzt ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Wir machen Werbung, sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. Also Stefanie aus Hof möchte immer noch wissen, was ist ein Sockenkompass? Wir sind noch keinen Schritt weiter gekommen. Wir kennen jetzt die Socken von Herrn Schmidt. Können wir beim Kompass vielleicht in so eine Farbskala uns bewegen und einfach gucken, die Socken, der Sockenfachverkäufer. Der Sockenfachverkäufer? Sagt, ja, der sagt, ich hab eine prima Palette von Socken da. Wollen Sie mal nach der Farbskala schauen? Schauen Sie mal, hier komme ich mit meinem Sockenkompass. Ja. Da habe ich alle Farben der Strümpfe, damit man nicht durchs ganze Sortiment sich wühlen muss. Nicht schlecht, aber falsch. Aber falsch. Sind wir vielleicht bei einem Schuster, der irgendwelche Berechnungen anstellen muss, damit neben dem Fuß auch der Socken in einem Schuh Platz hat? Das ist eine Größenfrage. Glauben. Aber sowas finde ich gut, so bei das der Herstellung oder beim Sockenherstellen, da gibt es auch immer sowas, die Socken passen ja immer von 39 bis 58, weil die irgendwie sich... Deswegen passen mir keine Socken. Das ist... Wieso haben Sie 59? Nee, ich hasse dieses... Ich besitze keine Socken, so. Echt? Ja, weil es für mich auch nicht die passenden Socken gibt. Ja. Ich hab auch im Winter keine Socken. Soll ich jetzt auch mal? Ja, bitte. Zeigen wir... Lass uns heute mal über Kleidung reden, das ist gut. Also ich gebe euch noch eine Chance und dann werde ich euch aber mal sagen. Es hat bestimmt was damit zu tun, dass es ein improvisierter Kompass ist, um Nord, Süd, Ost, West, um das festzustellen. Das überhaupt nicht. Es hat was. Doch. Nein, ich glaube, es hat mit dem Kompass ist entweder etwas Rundes gemeint oder etwas, was ausgerichtet wird. Und die Socke, die steht für etwas Privates. Vielleicht ist der Sockenkompass einfach nur die Ausrichtung. Es kommt aus der Psychologie. Und dann sagt der Psychologe halt, Sie richten Sie Ihren Sockenkompass neu aus. Legen Sie die, nein, lassen ich Sie weiß die Socke es. Nicht liegen. Ich weiß werfen es. Sie sie ich weiß es. Eine kleine Kindergartengruppe in Köln-Süd, die kleinen Wühlmäuse, die haben in der Weihnachtszeit ganz tolle Sachen gebastelt. Unter anderem einen Kompass aus ganz vielen Socken. Das war vielleicht ein Renner beim Weihnachtsbazar. So, es ist sowas ganz Blödes, oder? Nee, das sind die diese was könnte diese denn Kompass noch bedeuten? So abmachst. Das ist süß. Das wäre vielleicht interessant. Was könnte das ist eine gute Frage, aber ihr werdet nicht drauf kommen, deswegen werde ich es euch sagen. Ich kann es euch auch zeigen. Also, ein Sockenkompass erleichtert das Stricken von Socken. Könnte sich um ein Spezialgerät handeln. Das ist ein Sockenkompass. Hier haben sie auch gerade selber gebastelt unterm Tisch, da ist doch Quatsch. Hier oben stellt man die Schuhgröße ein, zum Beispiel 42, 43. Dann steht hier genau Maschenanschlag 64, 16, Maschenzahl 32, Fußlänge 22. Abnahme für Bandspitze einmal, zweimal in jeder dritten Runde, dreimal in der zweiten. Das wissen nur Leute, die stricken können. Hier hat keiner was von Stricken gesagt. Nicht ein einziger von euch. Ja, wir haben es nur ein bisschen... Laut gedacht. Ja. Laut dir. Das finde ich sehr schön. Deswegen kriegt Stefanie Puschert aus Hof jetzt 500 Euro. Gratulation. Jetzt gehen wir mal nach Thüringen. Dort wohnt Mike Fichtner. Er wohnt in Gotha und möchte Folgendes wissen. Wieder eine wunderschöne Tierfrage, die wir alle so lieben. Warum verliert das Chinchilla regelmäßig und mit voller Absicht ganze Haarbüschel seines wertvollen Pelzes? Damit es sich nicht mehr so zur Zielscheibe für die Chinchilla-Zucht machen muss. Dann wären ja alle Chinchilla bald nackt. Ja, da wollen die drauf hinaus. Ja. Vielleicht geht's um Nestbau. Kleine Information, Chinchilla lebt in Südamerika, wird bis zu 25 cm groß, sieht aus wie eine Kreuzung zwischen Eichhörnchen und Fledermaus. Für Nestbau. Die können Nestbau. Absichtlich, wenn die sagen, jetzt bauen ein Nest, machen die... Und dann so ganze Büsche... Wo ich gerade übrigens auch ein Haus gebaut. Es ist wie immer bei solchen Fragen wieder mal eine tolle Einrichtung der Natur. Also wenn stimmt das jetzt mit dem Nest oder nicht? Überhaupt nicht. Dann ist es eine Abwehrreaktion. Dann ist es, um den Feind auf eine falsche Fährte zu locken. Die stoßen absichtlich schnell Fell ab, damit der Geruch von ihnen da an der Stelle bleibt, wo sie gerade waren, und können auf der anderen Seite fliehen.
Es hat was mit dem Feind zu tun, aber alles andere ist falsch. Machen die das nur schon bei Regen? Bitte? Machen die das nur bei Regen? Warum? Ja, wenn es nass ist und die stoßen das Fell ab, kann man ja drauf ausrutschen. Fährte schon nicht schlecht, aber vielleicht machen die ja... Darf ich schnell dem Martin noch was sagen? Nein. Vielleicht machen die jetzt nicht, um ihren Geruch da zu lassen, sondern vielleicht sehen diese Fellknubbel aus wie ihre Jungen. Also, dass die so ihre Jungen... so, dass sie so ihre Jungen imitieren mit ihren Fellknüppelchen. Und der Feind, der Marder oder wer immer ihr Feind ist, der denkt, ah, da sind die kleinen Chinchillas, miam, miam, miam. Und dann beißen die aber nur in das leere Fell. Nein. Aber wir hatten doch mal Tiere, die ihre Beute ganz hoch in den Baum hängen, damit die, die anderen Tiere nicht rangehen. Vielleicht hängen die damit ihre... Doch, ich finde schön, die hängen ihr Fell oben auf, damit es keiner kriegt. Nein. Ja. Was ist das? Und laufen nackig über den Waldbund. Nein, aber wenn doch der Feind richtig war, vielleicht wollen sie den Feind verwirren, indem sie ihr diese kleinen Puschel dann über ihre Beute legen, die sie verstecken. Oh Gott, das sind so ganz kleine Dinger. Dann haben die ja nur so kleine. Vielleicht machen Beute. Die das, also die reißen sich das aus, dann haben die so Flecken im Fell, wo gar kein Fell mehr ist. Und das sieht dann krank aus. Und wenn dann so ein Leopard ankommt, wobei wir in Südamerika sind. Der denkt, Kreis runter, Haarausfall mag ich. Ja. Genau. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass sie sich das ausreißen. Ich habe nur gesagt, warum verliert das Chinchilla regelmäßig? Absichtlich. Absichtlich. Mit voller Absicht. Ach so, meinen Sie, der Feind hat sich gerade in dem Fell festgebissen oder im Nacken, um es zu kriegen? Wie eine Echse, die dann verliert. Genau. Und dann lassen die das, und dann können die das Fell abstoßen und fliehen. Und der Feind steht da mit dem puscheligen Fell. Nicht gebissen. Bitte? Nicht gebissen. Gegriffen. Gegriffen. Welcher Feind ist es? Der Mensch. Vogel. Welcher Vogel? Ein Adler. Nee, Antwort ist richtig, der Bussard. Richtige Antwort, ja. Oh. Ah, sehr gut. Also, das muss man sich mal vorstellen. Da kommt so ein Bussard auf so einen Chinchilla, greift den, das Chinchilla macht... Der Bussard sitzt da, hat die Haare in der Hand, und der Chinchilla ist weg. Aber es ist doch sehr lustig, so ein Chinchilla läuft weg, so ein Pudelnacki macht. Hey, lalala. Ist wirklich so, ich finde das toll. Ich finde das auch super. Das ist großartig. Ja, Mike, es tut mir leid, aber das haben Sie wieder mal. Aber die Chinchillas, die werden doch wirklich gezüchtet, ne, für Pelze. Und immer wenn dann der Züchter kommt. Ja, dann überleben sie wenigstens, das ist ja gut. Ja. Nee, ist lustig. Ist lustig. Ne? So ein weghoppelndes Chinchilla-Popo-Ding da. Ich finde das sehr lustig. Ich glaube, das funktioniert bei Menschen auch. Also. Herr Balder, das lösen Sie bei den Menschen aus, wenn Sie sich wissen. Ich weiß. Ja, es war sehr spannend heute. Ihr habt auch einiges nicht gewusst, oder? Doch, doch. Einiges auch nicht gewusst, ja. Eines habt ihr gewusst. Ein bisschen Geld haben wir heute bei der 250. Sendung unter die Menschen gebracht. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen nochmal die Adresse, falls Sie es vorher nicht mitbekommen haben. Wenn Sie Fragen haben, genial daneben 50616 Köln oder Sie rufen an 01378 1020 oder einfach eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Frau von Sinn. Herr Balder, kriege ich jetzt eine goldene Uhr? 250 genial daneben? Ist doch ein Firmenjubiläum. Ich möchte 250 nackte Chinchillas. Gut. Naja. Ich werde mal mit dem Sender reden. Vielleicht lässt sich da was machen, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir bedanken uns gemeinsam bei Ihnen für die Treue, dass Sie uns bis jetzt 250 Sendungen zugeschaut haben. Und wir hoffen auf die nächsten 250 Sendungen. Wir können uns nicht alle bei Ihnen zu Hause persönlich bedanken. Das können wir nicht. Aber bei den Zuschauern hier im Studio können wir das machen. Ja. Und das wollen wir jetzt auch tun. Das war genial daneben. Schönen Sonntag.